Hi. Ich war noch mal ein bisschen beim Action Shoppen und habe ein paar kleine Sachen entdeckt, die zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Ich muss mich hier ein bisschen beeilen, weil ich nicht ganz so viel Zeit habe. Aber als erstes diese wundervolle Box hier. Das ist so ganz helles Mintgrün. Das sieht jetzt sehr weiß aus, mit so ein bisschen Gold foliert abgesetzt. Die ist relativ groß, also es passt locker A4-Papier rein und dafür war sie halt auch gedacht. Hier vorne kann man das noch schön beschriften. Da sollen hier so meine einzelnen DIN A4-Papiere rein, die ich hier noch so überall rumliegen habe. Die hat, glaube ich, 1,99 oder so um den Dreh gekostet. Die waren jetzt, meine ich, im Angebot. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht so genau. Ich fand sie schön, ich musste sie mitnehmen. Dann habe ich noch zwei Lux Paper Blöcke nochmal ergattert. Und zwar noch einmal hier diesen wunderschönen mit dem Häschen vorne drauf. Der musste einfach nochmal mit. Den habe ich ja beim letzten Mal leider nicht doppelt bekommen. Aber ich liebe ihn einfach. Und dann nochmal hier den tollen mit dem Bärchen. Den finde ich halt auch wunderschön. Und solange es die gibt, werde ich die auch noch horten. Und dafür ist halt diese Kiste eigentlich auch ganz gut. Ich überlege nämlich, ob ich noch eine zweite hole. So, direkt verstaut. Dann habe ich noch diese Stifte hier entdeckt. Und zwar sind die mit so Glitzersteinchen, Strasszeugs in der Mitte. Ja, ich weiß nicht, was die gekostet haben. Vielleicht 1 Euro. Teurer auf jeden Fall waren sie nicht. Mein 99 Cent oder so sind 2 Stück. Einmal in Pink und Lila. Dann in Gold und Schwarz. Und dann einmal in so einem, ja, es ist nicht ganz pink, sondern eher so rosé glänzend. Und weiß. Fand ich sehr hübsch. Musste mit. Dann habe ich einmal Washi-Tape entdeckt. Das lag bei dem ganzen Gedöns hier. Valentinstag und so. Ich habe es eigentlich nur wegen diesem hier mitgenommen. Das sind so, ja, eigentlich roségoldene Herzchen sogar fast. Das fand ich so schön, dass ich das mitnehmen musste. Bei dem anderen, ja, weiß ich jetzt nicht, muss man nicht unbedingt haben. Dann habe ich mich nochmal hier mit den Glitzersteinchen eingedeckt. Also ich meine, die gab es schon mal so in der Art. Die Verpackung ist, glaube ich, neu. Dann habe ich jeweils 2 Stück direkt mal hier nochmal eingesackt. Ich benutze die im Moment echt oft. Da haben wir einmal so grün-blau und so ganz helles Blau. Dann pink, rosa und ganz helles Rosa. Gelb, orange und ganz helles Gelb. Und in Clear haben die dann auch nochmal mit. So, 68 Cent oder so, meine ich, waren die. Dann habe ich mir dieses Geschenkband mitgenommen. Ich fand das so cool, weil das so unglaublich geil glitzert. Ja, ne? In Regenbogenfarben. Da kann man ja nicht dran vorbei. Und das war auch nicht teuer. Ich meine, 79 Cent oder so ähnlich. Dann habe ich noch mal 2 Klebemäuse mitgenommen. Die brauche ich im Moment auch wie Hölle. Dann habe ich dieses kleine Sketchpad mitgenommen. Also das ist, ja, 11 cm mal 16,5 cm, 80 Blätter je 120 Gramm. Das ist so ein bisschen angeraut. Also ja, es ist halt wie so Zeichenpapier schon gemacht. Fand ich niedlich. Kommt jetzt neben meine Couch. Wenn ich halt abends mal irgendwie was Ideenmäßiges habe, dann wird das direkt da reingepackt. Die besten Ideen bekommen mir nämlich meistens dann, wenn ich keine Lust habe, nochmal aufzustehen. Dann habe ich mir dieses wunderschöne Teil hier mitgebracht. Das ist so ein Briefdingshalter mit so einer Schublade. Die gibt es ja auch schon länger, aber ich brauchte so ein Teil nochmal. Ich habe ja immer sehr gerne alles organisiert und alles griffbereit. Und jetzt mein guter Vorsatz, also Vorsatz fürs neue Jahr, wo ich eigentlich schon länger dran arbeite, ist möglichst produktiv zu sein am Tag, keine Zeit mehr zu verschwenden. Jetzt muss ich mal gerade hier rübergreifen. Dann habe ich mir noch hier dieses Letter Shelf mitgenommen. Und ich habe noch nicht reingeguckt, aber das ist ja jetzt quasi die neue Art des Letterboards. So wie ich das Gefühl habe. Ja.
fällt schon alles raus. So, also hier hinten kann man es aufhängen, ne? Wundervoll. Und dann hat man hier so Ritzen drin. Die sind auch offen an beiden Seiten. Also da gibt es keine Begrenzung. Und dann kann man 4 Zeilen irgendwas da reinschreiben. Das habe ich mir nochmal mitgenommen für den Markt. Oder die Märkte, auf die wir dieses Jahr gehen werden. Und ich möchte den Leuten quasi mitteilen, dass die meine Sachen sehr gerne anfassen dürfen. Ja, das war es tatsächlich schon mit meinem Action Haul. Viel war es ja eigentlich nicht, ne? Ja, super. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und denkt an mein Gewinnspiel. Das geht noch bis Donnerstag, den 10., also bis morgen. Und es haben schon ganz viele Leute mitgemacht. Dafür wollte ich nochmal Danke sagen. Es ist wirklich total super und ich freue mich auch sehr. Und ich hoffe auch, dass sich derjenige, der dann gewinnt, noch freut. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.